Faultiere riskieren beim Kacken ihr Leben und keiner weiß warum. Herzlich willkommen zum Journal Club Echte Paper von echten Wissenschaftlern heute aus Proceedings of the Royal Society of London, B. Biology. A syndrome of mutualism reinforces the lifestyle of a sloth. Und mit Lifestyle ist hier gemeint, die Art und Weise zu kacken. Faultiere haben sich ihren Namen mehr als verdient, denn die Maximalgeschwindigkeit, mit der sich ein Faultier bewegt, beträgt 2 Meter pro Minute. Das sind 3,3 Zentimeter pro Sekunde. Das möchte ich mal kurz visualisieren. So schnell bewegt sich ein Faultier. Maximal. Maximal. Das ist das Schnellste, was es kann. Aber warum sind sie so faul? Faultiere gehören zu der eher ungünstigen Gattung der auf Bäumen lebenden Pflanzenfresser. Warum ungünstig? Weil man zunächst klein und leicht sein sollte, um bequem auf einer Baumkrone zu leben. Gleichzeitig heißt das aber auch, dass man in seinem Körper wahrscheinlich keinen Platz für, sagen wir, 4 Mägen hat, wie eine Kuh, um Pflanzen, die sehr ballaststoffreich und eher nährstoffarm sind, entsprechend zu verdauen. Deswegen müssen sich auf Bäumen lebende Pflanzenfresser irgendwas einfallen lassen, wie sie aus ihrer Ernährung überhaupt genügend ausreichend Energie und Nährstoffe gewinnen können. Ich muss an dieser Stelle an Panda-Bären denken. Oh. Panda-Bären sind ja rein körperlich Bären, das heißt, sie haben ein Verdauungssystem eines Fleisch- bzw. Allesfressers. Haben allerdings beschlossen, dass sie einfach nichts anderes mehr essen als Bambus. Ich habe es gerade nachgeguckt. Sie können nur 17% des Bambus, also ihrer gesamten Ernährung, verdauen. Das heißt, die restlichen 83% werden einfach unverdaut wieder ausgeschieden. Weswegen der Panda den ganzen Tag mit 2 Sachen verbringt, nämlich mit Essen und mit Kacken. Oh. Nicht gerade ein Lifestyle, den ich persönlich präferieren würde, aber jedem das sein. Das Faultier zum Beispiel, um wieder aufs Thema zurückzukommen, reguliert seinen Energiehaushalt einfach dadurch, indem es sich sehr langsam bewegt. Beziehungsweise meistens bewegt es sich gar nicht, sondern hängt einfach nur ab. Und selbst das in einer besonders faulen Art und Weise, da die Krallen des Faultiers so geformt sind, dass sie sich wie mit einem Haken an die Äste dranhaken können und so mit minimalem Muskelaufwand abhängen können. Umso erstaunlicher ist es, was für einen Energieaufwand das Faultier betreibt, um aufs Klo zu gehen. Anstatt nämlich einfach vom Baum runterzumachen, was naheliegend wäre, zum Beispiel während es abhängt, klettert es den Baum runter mit seinen 2 Metern pro Minute, gräbt ein Loch in den Boden, macht da rein, deckt das Loch wieder ab und klettert dann wieder hoch. Zum Glück muss das Faultier das nur etwa einmal pro Woche machen, denn es hat die langsamste Verdauung aller Säugetiere. Allerdings ist der ganze Akt nicht nur sehr energieaufwendig, sondern lebensgefährlich. Etwa die Hälfte aller Faultier-Todesfälle ereignet sich, wenn das Faultier zum Kacken seinen schützenden Baum verlässt, weil es natürlich die leichteste Beute für Raubtiere ist. Deswegen fragen sich Faultierforscher schon seit langem, warum? Wie konnte sich so etwas evolutionär durchsetzen? Die Antwort liegt anscheinend im Fell des Faultiers. Und zwar bewegen sich Faultiere anscheinend so langsam, dass ganze Ökosysteme in ihrem Fell wachsen. Ein ganzes Ensemble an Algen, Pilzen, Insekten, darunter Spezies, die nirgendwo anders zu finden sind als in Faultierfällen. Ein Faultier trägt im Schnitt 125,5 Gramm Biomasse mit sich herum. Das entspricht 2,6% ihres Körpergewichts. Das ist so, als ob ich 1,3 Kilo Algen auf meiner Haut hätte. Und an dieser Stelle möchte ich folgende Grafik aus diesem Paper hinzuziehen, das nachgewiesen hat, dass das Faultier Teil einer erstaunlichen Symbiose ist. Also das Faultier klettert unter größten Anstrengungen und unter Lebensgefahr auf den Boden, um ordentlich sein Häufchen abzulegen. Diese Gelegenheit nutzt eine Mottenart namens Cryptosis coloepi, wenn ich das richtig ausspreche, die auch nirgendwo anders vorzufinden ist als in Faultieren, um ihre Eier in die dampffrische Faultierkacke zu legen. Dort wachsen dann die Larven heran, bis sie erwachsene Motten sind. Die neuen Motten kehren dann quasi wieder zum Faultier zurück, um sich in dessen Fell zu vermehren. Circle of Life! So viel zum linken Teil der Grafik. Doch was hat das Faultier von der Motte? Die Forscher haben festgestellt, dass die Anwesenheit dieser Motten einen erhöhten Anteil an Stickstoff- und Phosphorverbindungen mit sich bringt, die sehr gute Algendünger sind. Die Motten fördern also das Wachstum von Algen im Faultierfell. Und das ist wirklich sehr interessant, vor allem wenn man das sogenannte
Zweifinger-Faultier mit dem Dreifinger-Faultier vergleicht. Das Zweifinger-Faultier, welches nicht dafür bekannt ist, seine Häufchen auf dem Boden zu machen, hat auch signifikant weniger Algen im Fell. Während das Dreifinger-Faultier, das immer schön vom Baum klettert und auf den Boden macht, voller Algen ist. Die Forscher glauben, dass die Algen für das Dreifinger-Faultier zwei Funktionen hat, nämlich erstens eine sehr schöne Tarnfarbe, die das Faultier als sehr leichtes Beutetier wahrscheinlich auch gut gebrauchen kann, und zweitens eine hervorragende Nahrungsquelle. Die Algen, die im Faultierfell wachsen, sind anscheinend relativ leicht verdaulich und nährstoffreich. Wenn man so faul ist, dass Algen auf einem wachsen. Und alles, was man dann denkt, ist, dann hat die Faulheit eine neue Dimension erreicht. So aufschlussreich diese Studie auch ist, die Autoren selbst geben zu, dass es noch einige Unklarheiten gibt. Zum Beispiel, lohnt sich der Energieaufwand des Rauf- und Runterkletterns überhaupt im Vergleich zu dem Mehrgewinn, Nährstoffgewinn durch die Algen? Das heißt, können die Algen überhaupt so viel Nährstoffe liefern, wie das Faultier durch seine athletischen Bemühungen verbraucht? Außerdem sind Faultierexperten ein wenig kritisch, weil bisher anscheinend noch niemand ein Faultier dabei beobachtet hat, wie es sein Fell leckt. Das heißt, ob es sich tatsächlich von den Algen ernährt oder ob die Algen irgendwelche anderen Benefits haben, ist im Moment noch nicht ganz klar. Ich hoffe, die Faultierforschung wird das in Zukunft noch zeigen. Was sind eure Gedanken zu dieser Studie? Habt ihr eine eigene Theorie zu dem Lifestyle der Faultiere? Hinterlasst eure Theorien in den Kommentaren. Das Paper gibt es wie immer in der Beschreibung und damit bis zum nächsten Mal beim Journal Club. PS, wenn ihr noch nicht wisst, wie Pinguine kacken, dann klickt hier auf dieses Video oder auf den Link in der Beschreibung.